Also da ist dieser Kerl, Johnny, richtiger amerikanischer Held, wird von mir gespielt. Hat alles, sieht gut aus, viele Freunde. Und vielleicht ist Johnny auch Vampir. Sehen wir. Filmemacher Tommy Wiseau gebührt die zweifelhafte Ehre, den wohl schlechtesten Film aller Zeiten erschaffen zu haben. James Franco verkörpert den kuriosen Typen in The Disaster Artist und liefert damit eine grandiose Vorstellung ab. Sehr sehenswert. Mit der Kraft der Liebe ziehen Superhelden normalerweise nicht in den Kampf gegen das Böse. In der neuen Marvel-Serie Cloak & Dagger tun die Teenager Tandy und Tyrone aber genau das. Liebe gegen Bösewichte. Die Serie richtet sich vor allem an ein Publikum, das sich im Twilight-Universum oder den Hunger Games kuschelwohl gefühlt hatte. Ich bin Jane Banner, FBI. Das ist Corey Lambert. Er hat die Leiche gefunden. Habt ihr nicht mitbekommen, dass Frühling ist? Willkommen in Wyoming. Endlos wirkende Schneelandschaft und ein trostloses Indianerreservat in den USA. Das ist der Schauplatz für Wind River. Fährtenleser Corey Lambert hilft dem FBI, den Mord an einer jungen Frau aufzuklären. Überzeugender Thriller inmitten der Härte eines Lebens in der Abgeschiedenheit. Entschuldigung, wissen Sie, ob Ginny hier ist? Ich bin Ginny. Ich bin Humptys Tochter. Sind Sie seine Frau? Der wird ganz schön überrascht sein. Ich werde gejagt. Die bringt mich um. Was hat man davon, wenn man einen Gangster heiratet? Ich brauche jetzt einen Drink. Nein, Humpty, du bist trocken. Verdammt! Woody Allen kehrt mit seiner jüngsten Regiearbeit zurück in seine Heimat New York. Wonder Wheel taucht ab in die 50er Jahre und zeigt lebendig das bunte Treiben der Vergnügungsmeile auf Coney Island. Auch wenn optisch ein ganz besonderer Charme versprüht wird, wirkt die Story doch reichlich verbraucht und ideenlos.